Ich weiß nicht, wie viele von euch auch die WM-Fußballmeisterschaft verfolgen. Ich bin nicht so ein großer Fußballfan. Wenn ich zu Hause bin, schaue ich vielleicht mit meinem Vater höchstens die Spiele, die ihn interessieren. Aber das ist nicht so meins. Aber ich bekomme es schon mit, dass für viele es eine wichtige Sache ist. Dem ist auch nichts entgegenzusetzen. Es ist völlig okay, dass man sich für Dinge begeistert. Und wenn man für irgendeine Mannschaft sich einsetzt, wo das Herz brennt, verbindet man sehr viele Hoffnungen damit. Ob sie berechtigt sind oder nicht, zeigt sich im Laufe der Spiele. Und diese Hoffnung, die man in diese eine oder mehrere Mannschaften setzt, die wird manchmal erfüllt, manchmal aber auch nicht. Dann kommt eine große Enttäuschung, manchmal sogar Tränen, und das sollte man nicht für lächerlich halten. Das sind wichtige Dinge, auch wenn sie vielleicht im Anbetracht der Ewigkeit nicht so bedeutsam sind. Aber auch die Fußball-Weltmeisterschaft zeigt eines, was jedem Menschen und auch Gott zu eigen ist. Und davon hören wir auch im heutigen Evangelium, wo Jesus zwei Wunder vollbringt. Eines soll ihm vorbeigehen, das andere mehr bewusst. Und mir sind nicht so wichtig, also heute nicht diese Wunder so wichtig, sondern was dort eigentlich geschieht. Weil sowohl die Frau wie auch die Eltern des Kindes, das von den Toten erweckt wird, zeichnet eine Eigenschaft aus, die uns allen zu eigen ist und die auch, glaube ich, Gott ausmacht. Diese Eigenschaft heißt Hoffnung. Und diese Menschen, die zu Jesus kommen, hoffen stark darauf, dass er etwas in ihrem Leben ändern kann, dass er eine Notabhilfe verschaffen kann, wo es Not tut, wo wirklich Not ist. Und ich glaube, dass das, was diese Menschen ausmacht, auch in deinem Leben hier oder dort zum Vorschein kommt, sei es vielleicht das Anfeuern einer Fußballmannschaft oder grundlegende Dinge im Leben, wie es um die Gesundheit geht, um das Gelingen von Unternehmen, meinen eigenen oder meine Familie oder meine Freunde. Es können viele Dinge sein. Hoffnung ist etwas, das durch das Leben tragen kann. Und diese Eigenschaft, hoffen zu dürfen, hoffen zu können, ist etwas, was von Gott kommt. Wir sind zu seinem Abbild geschaffen. Und das zeigt sich vor allem da, wo wir Menschen scheitern. Ich denke mir, oder ich bin auch davon überzeugt, dass Gott einer ist, der vor allem Hoffnung für uns Menschen hat. Vielleicht ist dein Leben nicht so aufregend oder kaputt, dass du sagen müsstest, ja, gut, dass Gott hofft, weil sonst wäre ich verloren. Aber wenn man sich die Welt anschaut, könnte man schon sagen, Gott, warum hat Gott überhaupt eine Hoffnung, so wie wir Menschen sein können? Und dass er Hoffnung hat, das ist das, was die Kirche verkündet. Nicht direkt, aber wenn man sich die Lehre der Kirche anschaut, die die Barmherzigkeit Gottes betrifft, das ist genau der Kern. Und die Barmherzigkeit Gottes ist etwas Skandalöses eigentlich. Stell dir vor, dein Leben ist mehr oder weniger in Ordnung, du bemühst dich, ein guter Mensch zu sein, dein Nachbar ist ein Schuft, betrügt alle, tut Menschen Unrecht an. Und am Ende des Lebens, 5 Minuten vor seinem Tod oder ihrem Tod, bekehrt sich dieser Mensch. Und das sehen wir auch bei den letzten Atemzügen Jesu auf dem Berg Golgotha oder dem Hügel, wo er stirbt und einer der zwei, die mit ihm mitgekreuzigt waren, sich bekehrt.
und sagt, ja, ich will. Und das reicht. Wie enttäuschend das sein kann, weil du bemühst dich dein ganzes Leben hindurch und der andere nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und Gott sagt dasselbe ja zu dir und deinem Leben wie zu dem Leben des anderen. Er macht keinen Unterschied. Der Lohn ist derselbe. Und deswegen ist die Barmherzigkeit Gottes etwas Skandalöses sehr oft, besonders wenn solche Leute auftreten wie Papst Franziskus, die sagen zuerst, sollt ihr barmherzig sein, die Lehre der Kirche kommt hinten nach. Bedeutet keineswegs, dass die Lehre der Kirche verworfen werden soll, aber es geht um die Reihenfolge. Wir sollen die Wege Gottes gehen und der Weg Gottes für uns Menschen ist eben diese, dass er Hoffnung für jeden hat. Bis zu deinem letzten Atemzug hofft er, dass du zu ihm findest, dass du dich auf ihn ausrichtest, dass dein Fokus ihm gelten wird. Und diese Hoffnung bewirkt Leben, wie wir das auch im Evangelium sehen. Diese Menschen, die Jesus begegnen, also das sind schon wichtige Dinge, die sie rumtreiben. Also eine Frau, die seit Jahrzehnten einfach krank ist und ein Mädchen, das im Sterben liegt, wo der Vater voller Sorge ist. Das sind ernste Dinge, aber es gibt auch Wichtigeres im Leben. Wenn es um deine Seele geht, um dein Leben, an wen wendest du dich? Und Gott hat für mich und für dich eine gute Nachricht. Und das ist diese, dass er nie seine Hoffnung verlieren will. Nicht, weil dein Leben so kaputt ist, sondern eine Hoffnung darauf, dass du zu ihm findest, in jeder Lebenslage. Und wenn du dich von dieser Hoffnung antreiben lässt, in dem, wie du lebst und was du lebst, bist du nicht verloren, weil Gott einer ist, der barmherzig ist, mit jedem Menschen. Und diese Hoffnung, die ihn auszeichnet, davon hast du auch etwas bekommen. Und du darfst hoffen, dass Gott dir zur Seite steht in allem, was du tust und unternimmst. Heißt noch lange nicht, dass alles, was du tust oder unternimmst, gut ist. Aber Gott ist mit dir. Und ich möchte euch mit dieser Botschaft auch hinausschicken, nach diesem Gottesdienst, dass nichts verloren ist in deinem Leben. Nicht, weil alles in Ordnung sein muss, sondern weil Gott derjenige ist, der hofft und aus dieser Hoffnung heraus für dich handelt. Dein Leben in seinen Händen, seine Hoffnung, der Grund für dein Leben.